Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars The Skywalker Saga. Wenn die Verbündeten sie nicht länger sind, verteidigen wir uns müssen. Du hast dich alle gegen mich geraten. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ja, die Order 66 wurde ausgerufen. Und wir müssen schnell zum Kanzler und ihn stoppen. Ich kann euch überall hinbringen. Der Kanzler ist ein Bösewicht. Schnell alles zu ihm. Bereit. Gute Fahrt. Endlich muss ich Coruscant nicht mehr sehen. wo ist denn der gute alte? Der alte Sack. Was hat er uns angetan? Guck mal, die ignorieren wir einfach ganz gemütlich. Ich will eh keine Klone ausschalten. Meister Yoda. Ich habe vernommen, einen neuen Schüler ihr habt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber Darth Sidious nennen? Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Er ist doch komplett durchgedreht. Eure Herrschaft ist und nicht kurz genug sie gewesen ist. Ganz genau. Hier, friss seinen eigenen Scheiß. So. Ich habe unbegrenzte Macht. Habt ihr davon keine Vorstellung? Das ist der typische Darth Sidious. Schützt seine Verbindung zur dunklen Seite, wie er ist. Fucking Palpatine. Einfluss auf die Macht schwächen wir müssen. Passt auf! Geht in Deckung, Meister Yoda! Ja, das ist jetzt mal ein umfangreicher Boss. Glaube ich mal zumindest. Hoffe ich mal zumindest. Oh, geile Moves! Der Yoda, der ist nicht alt. Er sieht zwar alt aus, aber er ist im Inneren noch ein junger Bursche. Yertel war ein guter Schüler. Lauf, Meister Yoda! Hier gibt es nichts! Lol! Digga, was macht der hier für eine Kreistechnik? Nur einen Moment. Er lässt nach. Jetzt müssen wir angreifen. Ah, sind deine Blitze wohl nicht so ableitend? Oh nee. Komm her und aua! Hey, mein Kopf. Noch zu lachen. Darf nichts zulassen, darfst du. Anakin zu Darth Vader machst. Du elektrisierst diese Begegnung auf Reifmann. Ihr seid kein Gegner für mich, Meister Yoda. Euren Schüler mitbringen, ihr hättet sollen. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann mich nicht bewegen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Darth Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns beiden. Vertrauen in euren neuen Schüler etwas leichtfertig sein mag. Wie auch euer Vertrauen in die dunkle Seite der Macht. Der labert so ein dünnes. Der denkt hier, er kann jetzt auf einmal einen Aufstand machen. Ja, alle verraten hier mit Order 66. Ach, Alter. Der denkt auch so, er kann das hier alles so einfach machen. Oh, die geile Mucke. Übrigens, hier auf der Karte sind einfach drei Minikits versteckt. Ein Feigling ihr geworden seid. Es muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen. Ihr seid nicht geschockt von meiner unbegrenzten Macht, Meister Yoda! Nö, warum sollte ich geschockt sein? Ist ja voll lächerlich. Ah, ich habe gerade aus Versehen meinen Kollegen gekillt. Taifu, eure Unterstützung ich brauche. Und der hier. Ah, Yoda muss da stehen und jetzt muss er hier rumtippen. Dann fangen wir mal an. Zack, zack, zack,
Und das letzte nach oben. Wie versprochen, mein Meister. Dazu. Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut. Nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Ja, das hat ja gut geklappt. Das war nice. Hör mal auf, den ganzen Senat hier Alarm zu legen. Mit seiner Umgebung er geworden ist. Na los, Meister Yoda. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Guck mal. Das Rad. Das Radzimmer war das schon richtig geil. Seht die wahre Macht der dunklen Seite. Hasse Kapuzen, Leute. So, jetzt reicht's doch mal, Sirius. Hallo. Jetzt haut er wieder ab, Alter. Haben die schon. Kannst du doch nicht zweimal den Befehl geben. Das war nur unwichtige Klone. Also ist egal. Spaß. Alle Klone waren cool. Truppen, schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Verstanden. Es kommen weitere Truppen. Feind identifiziert. Die kamen gerade aus Kamino, also war es auch egal. Jetzt komm mal her, Alter. Es endet jetzt. Na endlich. Lebe wohl, Jedi. Klappe halten und sterben. Ins Exil gehen. Ich werde müssen. Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. Mann, wie oft muss ich denn hier noch Coruscant sehen? Ja. Padme sollte noch in ihren Gemächern sein. Seid wachsam. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Wo sie wohl hin muss? Das ist wohl die Frage. Hey, müsst ihr irgendwohin auf den Planeten fliegen? Alles bereit. Gute Fahrt. Wieso ist es eigentlich hier noch so friedlich? Leute, Order 66 wurde gerade ausgelöst. Und der Senat ist komplett am Arsch. Aber egal. Komm, wir rennen einfach ganz gemütlich durch. Als wäre nichts. Alles entspannt. Ziel lokalisiert. Bereit zum Feuern. Ich habe nicht die Zeit dafür. Geschichte fortsetzen. Padme, wisst ihr, wo Anakin ist? Nein. Palpatine ist der Sith-Lord, nach dem wir gesucht haben. Anakin ist ein neuer Schüler geworden. Ich glaube euch nicht. Ich muss ihn finden. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafar. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Ich habe angeordnet, dass mein Schiff zum Abflug vorbereitet wird. Wir müssen sofort zum Landeplatz gehen. Mustafa. Das war auch der Planet, wo dann halt Luke Skywalker und Leia ja geboren wurden. Oder? Doch, die wurden dort geboren. Oder? Bin ich jetzt blöd? Nee, ich glaube, die wurden
auf so ein Schiff geboren. Genau, auf so ein Rebellenschiff. Oh, diese Mucke. Hört ihr diese Musik? Ah, schön. Schöne Musik. Planeten fliegen. Also das geht irgendwann echt auf den Senkel. Ich will nur die Story spielen und jetzt muss ich hier durch irgendwelche Planeten fliegen. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt? Ich habe der Republik Frieden gebracht. Gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind! Der arme Kerl. Tut mir sehr leid. Nur ein Sith kennt nichts als extrem. Jo, wie viele Schilde hat er? Was ich tun muss. Dann versucht es. Okay, das wird der Epic Fight. Das war im Film so ein geiler Kampf. Ich hoffe, das wird hier auch geil präsentiert. Das ist schon krass, dass er halt 5 Schilde hat. Komm du her. Ey, nicht zurückgehen. Na. Ihr habt sie gegen mich aufgehetzt. Das hast du ganz allein geschafft. Wo ist denn alle Schuld? Du hast diesen scheiß Palpatine vertraut. Gib mir einen Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Wir waren so tolle Brüder. Bring uns an dieser Tür vorbei. Wie ihr wünscht, Meister Kenobi. Ach, was soll ich jetzt hier machen? C-3PO muss hier rein. Der kann sich zerlegen. Wir sollten uns wirklich darum kümmern, Kenobi die Tür zu öffnen. Ich kenne keine Kinoszene, wo C-3PO sich zerlegt hat. Mit Absicht. Digga, der ist jetzt einfach eine Hose. Dieses Rätsel immer. So. Nee, Quatsch. Ja, jetzt hab ich's. Das Imperium wird unter meiner Herrschaft erblühen. Aber ihr werdet es nicht mehr miterleben. Komm mal runter, wir können Kaffee trinken. Anakin, die dunkle Seite übernimmt dich. Konzentriere dich. Palpatine hat deine Gedanken vergiftet, Anakin. No. Palpatine war alles schuld. Nicht du. No, jetzt haut er wieder ab. Sobald alle Jedi verschwunden sind, werde ich den Imperator stürzen und die Herrschaft über mein neues Imperium übernehmen. Anakin! Ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Er war ja eigentlich immer recht loyal gegen
Palpatine. Er wollte halt nie den Imperator stürzen. Oh, okay. So, jetzt ist mal Schluss hier. Der putzt mich gerade. Ich glaube nicht, dass diese Einrichtung eine Sicherheitsprüfung bestehen würde. Die Jedi haben mich verraten. Sie haben die Republik verraten. Sie haben es verdient. Du hast diesen dunklen Lord gestattet, dich zu manipulieren. Lava mag kein dünnes. Anakin, bitte! Du musst das nicht tun! Oh, ich kann irgendwas hier machen, oder was? Ah, der C. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Soll ich hier irgendwas bauen, oder was? Ah ja, tatsächlich. Ich werde nach all dem eine sehr lange Ruhephase brauchen. Wir haben jetzt denen einfach nur einen Vorteil gegeben. Kack-Druiden, Alter. Anakin kriegt schon rote Augen. Wackelig. Ey, ich muss ehrlich sagen, die Inszenierung hier ist so gut. Ich habe an dir versagt, Anakin. Ich habe an dir versagt. Ich hätte wissen müssen, dass die Jedi die Herrschaft übernehmen wollen. Oh, jetzt soll ich hier aufklettern, wenn der mich verfolgt. Und zack, zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganze Scheiße stürzt sie ein. Spring doch! Bevor das noch weiter runtergeht. Ja, Anakin guckt ja ganz so gemütlich zu. Alles super. Obi, weiterklettern. Oh, da fällt mir gerade ein. Muss doch noch Obi ein paar Schränke kaufen. Oh, der Witz war so schlecht. Drauf. Anakin, Kanzler Palpatine ist das Böse. Nach meiner Meinung sind die Jedi das Böse. Na, dann bist du verloren. Das ist so schwarz ist nee, schwarz gegen weiß. Wie ist diese eine Aussage? Nee, das ist wie schwarz und weiß. Versteht ihr? Kannst doch gerne herkommen, also. Da hätte ich nichts dagegen. Da klar schaffe ich den Sprung nicht. Ich kann nicht hinsehen. Was war denn das gerade für ein Angriff? Guck mal, wie ich den hier umbringe. Was macht ihr beiden eigentlich? So, anstatt in Sicherheit zu gehen, klettert ihr mit. Es muss nicht auf diese Weise enden, Anakin. Ja.
So, dann helfen wir nochmal die beiden. Obwohl nur Obi-Wan. Uiuiui. Das ist brutal. It's over, Anakin! I have the high ground! Hoffentlich kommt das. Das ist das Ende für euch, mein Meister. Es ist vorbei, Anakin! Ich stehe deutlich über dir! Du warst der Auserwählte! Ich hasse euch! Dort ist er. Und er ist noch am Leben. Wir müssen die Babys retten. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Getrennt sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie, du ihn schickst. Wo ist Padme? Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zorns nicht. Digga! Mega geil, wie seine Beine am Ende umgedreht waren. Es war schon geil. Ja, das war's mit Star Wars, die Rache der Sith. Das war geiles Finale. Auf Mustafa. Ja, und damit enden wir auch die Folge. Und beim nächsten Mal geht's dann nach Episode 4, eine neue Hoffnung. Ich hab richtig Bock, denn Episode 4 war auch einer der Lieblingsfilme. Das war ja sogar vor den Episoden 1 bis 3. Ich weiß es nicht so ganz, aber wegen der Grafik und so und der Filmproduktion sah es mehr danach aus, als wäre es davor passiert. Aber egal, darum geht es jetzt nicht, sondern wir wollen aufhören. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit einer neuen Hoffnung. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.